Hallo, meine Lieben. Heute habe ich einen Rossmann Haul für euch. Und zwar, ja, gab es diese Woche wieder mal eine Werbung bei Rossmann und dadurch war einiges im Angebot. Und da konnte ich natürlich nicht widerstehen und habe mir noch ein paar Sachen mitgenommen. Und ja, die würde ich euch jetzt gerne zeigen. Zuerst habe ich mir mitgenommen ein Produkt, das aus dem Standardsortiment rausgeht bei Rossmann. Und zwar diese Haarfarbe von Ascent oder so ähnlich, wie es ausgesprochen wird. Die habe ich nur mitgenommen, weil die noch 60 Cent gekostet hat, also zwei Packungen für 1,20. Und wo kriegt man das schon? Das ist die Farbe Pignard Noir oder so. 360 jedenfalls. Also, wenn ihr die immer benutzt, dann müsstet ihr jetzt nochmal schnell hin. Das ist ein ziemlich dunkles Braun. Ja, wir haben es erstmal mitgenommen. Also, ich war mit meiner Mama. Wir wissen jetzt noch nicht, ob ich mir das selber färbe oder ob sich das meine Mama färbt. Aber für das Geld, da kann man definitiv nichts falsch machen. Und diese Haarfarbe hatten wir auch schon öfters. Die ist eigentlich ganz gut. Dann haben wir mitgenommen, weil es auch im Angebot war und ich sowieso immer einen totalen Verschleiß habe und die absolut toll finde. Also ich hatte die jetzt schon mal, ich habe die immer für die Tasche, diese kleinen mit Apfel. Und ich hatte die jetzt auch schon mal in groß. Und diese Woche waren die für 79 Cent im Angebot. Also für feuchte Reinigungstücher ist 79 Cent wirklich sehr günstig. Und diese Apfeltraumtücher sind echt gut, deswegen habe ich gleich drei Packungen wieder mitgenommen, weil ich, wie gesagt, ich bevorrate mich immer damit. Da das nicht immer im Angebot ist, diese Tücher oder manchmal nur für 99 Cent. Ja, aber die, wie gesagt, halt jetzt für 79 Cent im Angebot waren. Von Rival de Loup sind die übrigens. Und deswegen laufen da gleich drei Packungen mit. Dann haben wir wieder einiges an Tee gekauft. Der war nämlich auch im Angebot für 1,39 € von Teekanne. Nein, der war für 1,29 € Teekanne. Da haben wir einmal Waldbeere mitgenommen. Das ist fruchtiges Aroma mit Himbeeren, Erdbeeren, Heidelbeeren und Brombeeren. Also den trinke ich sehr, sehr gerne. Und dann haben wir noch zweimal von Mesmer mitgenommen. Einmal türkischer Bayram, Apfelfeige. Den trinke ich auch sehr, sehr gern. Hier ist auch so ein Gutschein drauf. Wenn man 30 Schokos hat, bekommt man ein Teeglas. Wir haben jetzt schon zwei. Ja, also genau. Und dann mein allerliebster Lieblingstee von Mesmer, die spanische Cataluna. Das ist orange Weintraube und diesen Tee kann ich euch nur empfehlen. Ich liebe den so, so sehr. Den gibt es aber leider nicht überall. Also der Rossmann bei uns hat den, aber sonst von den Geschäften her hat ihn, glaube ich, bloß noch unser Edeka und unser Simmel. Sonst niemand, aber der ist so, so lecker. Den kann ich nur jedem empfehlen. Also ich liebe den total. Ja, dann haben wir mitgenommen, oder besser gesagt, ich mitgenommen, das Lady Gaga Parfum. Das war nämlich im Angebot für 12,90 € und es riecht ja so gut. Das ist der 15 ml Flakon und das Parfüm riecht so gut, das kann ich nur jedem empfehlen. Außerdem ist die Flasche absolut cool mit diesem Tentakelarm. Ich kann sie euch jetzt nicht zeigen, es ist noch zu, aber ja, ich kann euch das nur empfehlen. Es ist total richtig lecker. Und vor allem das Coole ist, das ist schwarz und wenn ihr das sprüht, wird es farblos. Also das ist echt cool. Und dann habe ich mitgenommen von Baby Moore Beautiful Eyes, verwöhnende Augenpflege. Das habe ich auch so ein bisschen für meine Mama, weil die auch immer so Probleme mit den Augen hat. Und deswegen haben wir so ein bisschen zusammen geguckt, was könnten wir mal probieren. Was sieht nicht schlecht aus. Und deswegen haben wir jetzt mal das mitgenommen. War auch im Angebot für 3,99 €. Ist aber, glaube ich, sonst teurer. Dann ebenfalls haben wir das mitgenommen, um es beide mal zu testen, ist die 6 in 1 Beauty Balm Alterna Naturkosmetik BB Cream ist das. Ich teste ja zurzeit die von Garnier, die BB Cream, und die finde ich bis jetzt eigentlich ganz gut. Und das hier ist jetzt noch eine, die hat den Effekt Glättungseffekt, Effekt mattierend, Straffung, kaschiert Fältchen, UV-Schutz und feuchtigkeitsspendend für helle Haut. Ich gucke da jetzt gleich mal direkt rein. Hat Lichtschutzfaktor 10. Ist ein bisschen niedriger als bei meiner Garnier Creme. Schaut so aus. Ah, die ist jetzt noch zu. Okay, das kann ich jetzt nicht aufmachen. Jedenfalls wollte ich die dann mal vergleichen, weil vom Preis ist das ja schon ein starker Unterschied. Ich glaube, die hat jetzt 2,59 € im Angebot gekostet. Kostet sonst was, glaube ich, um die 3, 4 €. Und die von Garnier kostet ja 10. Und deswegen wollte ich die mal so ein bisschen vergleichen. Weil die versprechen eigentlich fast das ganz gleich, fast das ähnliche, wollte ich sagen. Und ja, da wollte ich jetzt mal gucken. Die steht auch sehr gut. Hat das Produkt 2013 bekommen. Also mal gucken.
Dann haben wir eine ganze Menge an Schmuck mitgenommen. Das werde ich euch jetzt nur so grob zeigen. Also einmal habe ich hier mir so eine Packung Armbändchen mitgenommen mit so einem schönen Glitzer. Hauptsächlich fand ich dieses Petrolfarbene am schönsten, weil da habe ich, glaube ich, einen Pulli, wo das sehr gut dazu passt. Und dann ist noch ein schwarzes und so ein schwarz-silbernes. Und diese Schmuckteile haben alle noch 1 Euro gekostet und deswegen haben wir einige mitgenommen. Alter Preis war 7,95 Euro. Dann habe ich mir noch mitgenommen diese Ohrringe. Die fand ich absolut süß mit diesen Glitzersteinchen. Hätten mal 4,95 Euro gekostet. Dann haben wir diesen Armreifen mitgenommen. Hätte mal 6,95 Euro gekostet. Das ist so ein dunkelblau. Meine Mama hat es heute ein bisschen mit Blau gehabt, muss ich sagen. Die hat hier noch so eine Kette, da hat sie noch die passenden Ohrringe, die zeige ich euch gleich. Da ist so ein Steinchen von dran, hätte auch mal 6,95 Euro gekostet. Und da sind hier die passenden Ohrringe dazu, also die sind absolut die gleichen vom Stein her. Hätten 5,95 Euro gekostet. Hier hat sie noch eine blaue Kette genommen, in Gold, also blaue Gold, noch etwas länger. Die hätte mal 8,95 Euro gekostet, also das hat sich ja wirklich mega gelohnt. Und zu guter Letzt zu dieser Kette noch das passende Armband, auch in so einem schönen Blau. Und das hätte mal 5,95 Euro gekostet. Also wir haben jetzt für diese 7 Teile 7 Euro bezahlt. Und uns ist das Ding runtergefallen. Und ja, das wäre locker ein Wert von 30 vielleicht gewesen oder so. Dann haben wir mitgenommen, weil es aus dem Sortiment geht, hat noch 60 Cent gekostet, das Duscht, das Coconut Paradise. Und das finde ich eigentlich sehr schade, weil ich mag Kokosnussduschgel. Das riecht immer sehr schön. Und das hier auch. Also das hat so einen richtig schönen Duft nach Kokos. Also es riecht jetzt auch nicht so eklig kokosmäßig, sondern das riecht eigentlich ganz gut. Kleine Info, wer sowas auch gerne mag und vor allen Dingen dieses auch als sein, sag ich jetzt mal, Lieblingsduschgel gewählt hat, sollte nochmal fix in die Drogerie sprinten, weil es geht aus dem Sortiment. Dann habe ich nochmal mitgenommen das Lumi Magique Make-up. Da war jetzt noch eins da in der gleichen Farbe, wie ich es das letzte Mal schon gekauft habe. Ich habe das jetzt noch nicht in Verwendung. Ich benutze zuerst das andere von L'Oreal. Wer mir auf Instagram folgt, der hat das, glaube ich, gesehen. Ich weiß nicht, ob ich es dir in dem Video irgendwo gezeigt hatte. Das hier ja, aber das andere glaube ich nicht. Das ist jetzt nochmal die Farbe Rose Beige, wie ich sie gekauft hatte. Bei unserem Rossmann war es ein bisschen teurer, da kam es jetzt noch 7,40 Euro. Aber das war nicht so schlimm, weil es gab 20% auf L'Oreal, also hat es noch 5,90 Euro oder so gekostet. Also es war recht günstig, dadurch habe ich es jetzt nochmal mitgenommen. Und ja, wenn ich es jetzt gut finde, habe ich gleich zweimal und kann mich da gut drauf einstellen. Ja, Lumi Magique Make-up. Es ist eigentlich mir sonst immer viel zu teuer, es kostet so um die 12, 13 Euro, also so teures Make-up würde ich mir eigentlich nie kaufen, aber 6 finde ich noch okay, weil für Catrice oder so bezahlt man das ja auch. Und dann habe ich mitgenommen, das wird mein Schatz erfreuen. Ich weiß noch nicht, ob er es zu Valentinstag bekommt oder einfach mal so eine Schokomaske. Mein Freund mag die nämlich total. Erstens, weil man die essen kann. Zweitens, weil er auch immer so trockene Haut hat und das die einzige Maske ist, die wirklich für seine Haut sehr gut ist. Und ja, da machen wir immer so einen lustigen Spaß. Ich bin dann sozusagen seine Beauty Queen und schmiere ihnen die Schokomaske ins Gesicht. Also, wenn ihr wirklich eine schöne Maske sucht, die wirklich auch die Haut sehr schön geschmeidig macht, ich kann die euch nur empfehlen. Mein Freund ist absolut begeistert und der ist als Mann wirklich sehr kritisch, was sowas angeht, aber die ist wirklich sehr gut. War auch im Angebot für 59 Cent. Dann habe ich ein paar Sachen mitgenommen, die ich vielleicht an euch mal verlosen möchte. Das weiß ich jetzt noch nicht. Ich zeige sie euch jetzt trotzdem, weil wenn ich sie verlose, seht ihr es ja auch. Und zwar habe ich 2 Nagellacke mitgenommen. Einmal aus der, wie heißt das, Arts Collection. Ich werde jetzt mal hier auch fix den Preis abziehen, dass ihr das nicht seht. So, das ist dieser goldene Ton. Ich wollte eigentlich alle 3, aber es gab nur noch 2, aber das ist nicht so schlimm. Und einmal, wartet, ich sage euch noch die Nummer. Das war die 1003 Bronze Deco, also die gab es zu diesen Paletten. Die waren leider nicht mehr da, aber das ist nicht so schlimm. Ich habe mir im Schirr schon ein bisschen was gesammelt und ja. So, und der zweite ist die 1002 Forever Green. Das ist dieser schöne Grünglanzton.
Also die finde ich sehr, sehr schön, selber beide. Aber ich werde sie nicht für mich behalten, definitiv nicht, weil ich habe so viele Nagellacke, aber ja, ich dachte, ich nehme sie mal mit, weil die waren echt einzigartig von den Farben her. Dann habe ich noch für mich mitgenommen, glaube ich, also vielleicht verschenke ich es auch mal, das weiß ich noch nicht. Snow Glitter von Rival de Lubiang, das hat nur 99 Cent gekostet. Und das ist dieser silberne, schöne Schimmer. Und ich dachte, für oben drauf kann man den echt nochmal mitnehmen für das Geld. Und dann habe ich noch was mitgenommen. Wahrscheinlich auch zum Verlosen. Weil ich selber habe den ja schon, aber viele von euch haben den ja nicht mehr bekommen. Das ist nämlich der Rocking Royals Multicolor Blush 1001 Punk Rock Royals. Und ja, ich dachte mir, da den viele von euch noch nicht haben, ist das vielleicht auch eine ganz nette Sache. Aber lasst euch da mal überraschen. Vielleicht verlöse ich es auch auf Instagram, das weiß ich noch nicht. Dann habe ich noch was mitgenommen für meine Freundin. Weil sie hat mir mal gesagt, das ist ihr absoluter Lieblings-Lieblings-Lieblings-Lip-Balm. Und ich habe gesehen, und sie geht nicht zu Rossmann. Und ich habe gesehen, DM hat ihn aus dem Sortiment genommen. Und das hat sie auch letztens gesagt. Da war sie total traurig, musste sich dann nach dem anderen umsehen. Und heute war ich bei uns im Rossmann und habe geguckt, einfach nur so durch Zufall bei diesen Lippenpflegeprodukten. Und unser Rossmann hatte die noch. Und ja, sie mag halt diesen Nude. Also es gibt den auch noch bei DM, aber nur noch in Pink. Und sie mag aber nur diesen Nude-Ton. Und weil ich ja so eine liebe Freundin bin, habe ich ihr den jetzt nochmal mitgenommen. Hat 1,35 gekostet und ja, mal sehen, ob sie sich da freuen wird. Und das letzte Teil, was ich gekauft habe, das wollte ich schon so lange, da schleiche ich schon so lange drum rum. Und da es heute 20% auf L'Oreal gab, da habe ich jetzt gedacht, heute ist der Tag, heute nimmst du es mit. Ist egal, was es kostet. Es ist aus dieser Colorish-Reihe Collection Brief. Und zwar ist es Heike, also von Heike Makatsch habe ich jetzt die Farbe genommen. Nude. Steht aber gar keine Farbbezeichnung. Auf jeden Fall ist das die Farbe Heike. Und es schaut so aus. Das ist so ein schöner, rosiger, altrosaner Nude-Ton. Und wie gesagt, ich schleiche schon so lange um den rum. Und deswegen, ja, heute durfte er endlich mit. Ich finde den so cool mit diesem Schwarz und Gold. Ja, ich habe jetzt 7 Euro dafür gezahlt. Fand ich jetzt noch okay mit Rabatt. Also bei DM sind die, glaube ich, noch teurer. Und ja, 7 Euro war jetzt schon okay. So, das war's von diesem Haul. Also es war doch schon wieder einiges, aber es waren viele coole Schnäppchen dabei. Und deswegen habe ich gedacht, ich zeige es euch mal. Und ja, dann war's das jetzt auch schon wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüss.